stehe jetzt hier mit Helmut Hödel von der gleichnamigen Holzbaufirma. Helmut, du bist seit über 30 Jahren in der Branche und dein Thema ist Holz. Das ist richtig. Ich bin seit 1990 in dem Bereich tätig, war lange Zeit in einem großen Industriebau- und Holzbauunternehmen tätig und habe mich dann gemeinsam mit meinem Sohn 2017 selbstständig gemacht in dem Bereich. Jetzt habt ihr dieses Projekt hier geplant und auch jetzt die Umsetzung wird gerade gemacht. Das wird ein Rinderstall, hast du gesagt. Ja, genau. Und hier wird alles, was wir aus Holz sehen, das kommt von der Pabst Holzindustrie. Das heißt, eure Partnerschaft, die ist eigentlich die, dass seit 2017, seit dem Beginn eurer Firma, dass ihr zusammenarbeitet, oder? Ja, das ist korrekt. Seit 2017 arbeiten wir mit der Firma Pabst zusammen in dem Bereich. Und es hat sich herausgestellt, dass wir mit der Firma Pabst einen verlässlichen Partner in diesem Bereich haben. Und es ist eigentlich unsere Firmenphilosophie, sich Partner zu suchen, mit denen wir eigentlich langfristig und konsequent eigentlich zusammenarbeiten. Roland, wir sind hier im Holzinnovationszentrum in Zeltweg mal wieder im Büro bei dir in der Arbeitsvorbereitung für die Sonderbauteile, für den Abrund. Was machst du hier so? Ja, wir sind mit der Arbeitsvorbereitung zuständig, beziehungsweise wir sind die Schnittstelle zwischen dem Verkauf und der Produktion und bereiten die Daten von Kunden für unsere Abrundmaschinen vor, damit damit gearbeitet werden kann auf die Maschinen. Die Kunden, das sind die Holzbauunternehmen, die bei euch Projekte besprechen und sich darum kümmern, mit euch gemeinsam, dass das Ganze produziert wird. Du hast jetzt was am Monitor aufgerufen. Erzähl uns doch mal was dazu. Das ist eine große Halle mit einer Spannweite von 30 Metern und einer Länge von 60 Metern, wo wir auch Bogenbinder, Satteldachbinder produziert haben dafür. Wir sind jetzt hier in der Abrundhalle und da sind die Pläne, die wir am Computer gesehen haben, jetzt auf der Maschine drauf, oder? Genau, also das Pressbett, was wir vorher erstellt haben, ist mittlerweile der fertige Rolling quasi von dem Satteldachbinder und der wurde vorhin, nachdem er kabelt worden ist, auf der Maschine ausgerichtet. Mittels Laser wird er eingerichtet, also eben genau die Schnittkante, wie von uns geplant, am Rand vom Bauteil verläuft. Bis zu welcher Größe können denn hier Bauteile bearbeitet werden bei euch? Die Maximallänge beträgt 36 Meter und bei der Höhe sind wir bei 2,56 Meter. Haben wir hier hinter uns einfach eine Hallenkonstruktion mit 30 x 60 Meter. Das heißt, das sind ja schon ordentliche Dimensionen. Der Leimbinder, der gerade installiert wurde, den wir gesehen haben, hat also auch 30 Meter von der Breite her. Ist das für euch eher Standard oder ist das was Besonderes von den Größen und von den Abmaßen? Ja, es ist in dem Sinn schon was Besonderes, wenn man allein die Größe von den Satteldachbindern ansieht. Allerdings ist es bei uns in der Firma gang und gäbe, dass wir solche Projekte auch abwickeln und abwickeln können. Wir sind seit heuer wieder als Partner des Ingenieurholzbaus aufgestellt, sind eben in der Lage, dass wir einen Bausatz auf die Baustelle liefern, abgebundene Bauteile fix fertig zur Montage inklusive der tragenden Holzbauteile, ebenso wie sie da die Satteldachbinder sind. Jetzt
habt ihr nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich Projekte, sondern ihr seid eigentlich übergreifend tätig. Wenn ich aufs Fahrzeug schaue, Zukunft Holzbau, also das ist so das Argument im Wohnbereich, im Industriebereich, im Gewerbebereich. Das heißt, es ist jetzt nicht beschränkt nur auf landwirtschaftliche Gebäude. Nein, wir sind in allen Bereichen tätig und der Holzbau hat sich Gott sei Dank in den letzten, sage ich speziell in den letzten 20 Jahren, in allen Bereichen durchgesetzt, also sowohl im Wohnbau, im Industriebau, im Gewerbebau. Und Holzbau boomt und kommt uns sehr zugute aktuell, auch von der wirtschaftlichen Auslastung. Und ich glaube, die Zukunft gehört dem Holzbau und das, was auf unserem Logo steht, Zukunft Holzbau, ich glaube, das ist der richtige Spruch und der richtige Weg. Jetzt haben wir hier bei diesem Projekt, sehen wir schon, dass ein bisschen was steht. Hier werden jetzt gleich dann noch weitere Leimbinder dort montiert. Und die kommen ja fix fertig geliefert aus dem Werk von der Pabst Holzindustrie. Das heißt, da wird eigentlich millimetergenau gearbeitet, dass hier auf der Baustelle nur noch zusammengesetzt werden muss und dass das Ganze halt zusammenpasst. Ja, im Endeffekt machen wir als Firma Hödel Ingenieurholzbau eigentlich die komplette Planung. Komplette Werkplanung für den Holzbau, wo also alle Bohrungen, Fräsungen etc. eingezeichnet werden. Die Datei wird dann an die Firma Pabst geschickt und dann wird nach dieser Datei Millimeter genau abgebunden. Und letztendlich, das was da passiert in der Montage, ist mehr oder weniger dann ein Puzzle für große Jungs. Und dieses Puzzle wird relativ schnell zusammengebaut. Wie lange dauert das, bis das Ganze mit dem Holzbau oder das ganze Projekt fertig ist? Der Holzbau steht in 4, maximal in 5 Tagen.